Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing und danach natürlich Hardware-Check-Video, logischerweise. Von dem Gimbal, das ist für diese kleinen 4K. Ach, ich komme nicht auf den Namen von diesen kleinen Kameras. Sportcams, Actioncams, sagen wir mal sowas dazu. Auch wieder von Hohem. Und das muss ich euch jetzt mal so lang zeigen, damit ihr das, also es spiegelt ein bisschen. Ja, da ist der Gimbal. Dafür leihe ich mir die Kamera von meiner Tochter aus, damit wir dass wir die darauf machen können und vernünftig testen können. Ich hoffe, das funktioniert alles so mit der kleinen Kamera von meiner Tochter. Ja, oder wie gesagt, dann sehen wir uns gleich in der anderen Ansicht von oben, um das vernünftig auszupacken. So, und da sind wir auch wieder zurück in der anderen Perspektive. Wir haben jetzt praktisch, hier spiegelt es immer noch, wir haben jetzt praktisch die Perspektive von oben nach unten. Und ich habe schon wieder was vergessen. Ich habe nicht vergessen, die Kamera, die lädt nämlich, meine Tochter hat die nämlich leer gemacht, ihr habt, die lädt nämlich. Und müsste jetzt halt rein theoretisch auch voll sein. Oder wenigstens halbwegs voll sein, damit wir sie nutzen können. So. Das ist die einzige kleine Action-Cam, genau. Die einzige kleine Action-Cam, die ich habe. So. Die wollen wir dann da drauf machen. Aber erstmal müssen wir ihn auspacken. Auch wieder mit Software, ist wieder die gleiche. Aber die Kamera von meiner Tochter unterstützt, glaube ich, soweit gar nicht. Ja, werden wir sehen. Also die Verpackung sieht schon stylisch aus. Ich finde das hier schöner als bei meinem. Also wenn das hier in der Mitte silber ist, muss ich mal so sagen. Weil bei dem für Handys, ich halte dich mal daneben, da ist alles schwarz. Also da finde ich das mit dem Silbernen in der Mitte schöner. Ja, meine bessere Hälfte ruft gerade an. Die große geht gleich gerade ans Telefon. Aua. Oh, hier haben wir auch wieder eine schöne Tasche. So, wir haben auch wieder. Ich schiebe die mal so ein bisschen beiseite, ja. Wir haben auch wieder eine Anleitung. Hol den Gimbal-App. Wartet, die werden wir mal. Schade, dass es nicht ohne App funktioniert. Wo ist es denn hin? Da. Da. Zur Webseite. Das ist dieser Mi-Browser, der ist. So, jetzt. Der spinnt dann immer manchmal rum, ein bisschen rum. Google. Ja, ist die gleiche. Ist die gleiche App. Also ist die gleiche App, die wir dafür nutzen. Ich bin mal gespannt. Uah, wir sollen connect, also wir müssen damit auch connecten. Schitteböen.
Ja, da muss ich mal gucken, ob die Kamera von meiner Tochter das überhaupt kann. Und hier haben wir dann auch wieder eine Anleitung. Oh, da sehe ich gerade was. Da muss ich mal bei dem anderen überprüfen. Ja. Hier haben wir so einen QR-Code. Da kommen wir zu einer Anleitung von YouTube. Oder bei YouTube. QR-Code. Falsche Seite. Das zur Webseite. Tutorial. Noch keine Videos in der Playliste. Oh, schade. Schade, also da sind. Ich habe hier so viele Seiten auf dem Hintergrund, ey. Der Mi-Browser schließt die halt nicht immer. Ja, ihr seht es ja. Wir haben da leider. Wir haben eine Playliste, die da ist. Und. Profil. SDD Profil. Tutorials, Hold'em. Nee, Hold'em. Aber. Nichts drin. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Aber wir haben dann hier. Ach, hier haben wir mehr USB-Kabel mit bei. Wir haben hier. Wir haben hier drei USB-Kabel mit bei. Ich denke mal für die drei verschiedenen Kameras, die es gibt. Weil auf der anderen Seite ist der Stecker gleich. Wir haben einmal USB-C, Mini-USB und Makro. Also die. Also ich erkläre es mal für die Gamer unter euch. Ich muss das mal sortieren. Wartet mal. Ich erkläre mal für die Gamer. Vielleicht versteht man es dann mehr. Den Ladekabel der PlayStation 3, also des PlayStation 3 Controller, den Ladekabel des PS4 Controller und den Ladekabel des PS5 Controller. USB-C natürlich. Ja, das ist USB-C, Mini-USB oder Makro. Und das ist diese ältere Variante, was auch bei den Move Bubbles genommen wurde, bei den älteren Controllern. Zum Laden, seht ihr das, diesen fetten? Ich weiß aber bei Westen gerade nicht, wie der heißt. Also wenn ihr das wisst, schreibt gerne in die Videobeschreibung. Und auf der anderen Seite haben wir den Anschluss halt nochmal. Ich mache mal gerade so, dass man das auch wirklich sieht, dass das der gleiche ist. So, auf der anderen Seite haben wir praktisch dreimal den gleichen. So, der ist dann halt natürlich für das Gerät, ja. Also für das Gimbal. Kommt in den Gimbal rein und hier ist dann zum Laden. Oder so. Da bin ich mal gespannt. Hier haben wir dann noch ein USB-C-Kabel. Ach ne, der wird zum Laden sein. Der USB-C-Kabel wird zum Laden sein. Und die anderen werden für das Gerät sein, damit man die miteinander irgendwie koppeln kann. Wo haben wir denn die Anschlüsse? Hier haben wir USB-C und normalen USB. Da können wir dann halt wieder abgreifen. Aber diesen breiten haben wir hier nirgendwo. Doch, hier oben.
Ist aber nicht für dicke Pfoten. Ja, hier oben kommt ein dicker Kabel rein. So, da können wir ja schon mal vorbereiten. Was hat sich hier bei sich? Den. So. So, den haben wir jetzt angeschlossen und an der Kamera müssen wir den auch noch anschließen, so, und dann müssen wir die Kamera hier irgendwie dann festmachen, so, aber so funktioniert das, das werden wir nachher gleich machen, nur dass ihr das schon mal gesehen habt. Ausrichten vom Gimbal, hier ist es ein bisschen anders als bei dem für das Smartphone, ihr seht schon, hier ist der Arm schräg. Beim Smartphone, ich guck mal euch. Ich hab ja. Ach nee, der lädt ja gerade. Ah, Mist. Ich habe gedacht, ich kann euch den jetzt vom Smartphone zeigen. Beim Smartphone ist er nicht ganz so. Da geht er ein bisschen anders lang. Und hier seht ihr auch, dass das so schräg ist. Das ist denn beim Smartphone eher so. Hm? Ich werde dann später mal noch beide vergleichen. Haben wir denn noch Strom drauf? Ja, zwei Punkte nur. Ah, der wird doch gleich anerkannt. Ach, wir haben hier eine super Anleitung drin. So, machen wir mal aus in der Zeit. Wo wir hier durchgehen können. Hier können wir die Kalibrierung machen, die Steuerung. Achso, das machen wir dann alles hier drüber. Okay. Aha, okay. Also die App funktioniert jetzt anders im Gegensatz zum Smartphone, wo wir das Smartphone ja drin hatten mit der App. Hier funktioniert die App jetzt so, damit wir damit das Gimbal sozusagen steuern. Aber wir werden das jetzt mal noch weiter erstmal angucken. Ich bin schon wieder zu weit bei Hardware drin. So. Wir haben dann halt, wie gesagt, den USB-C-Kabel zum Laden und drei von den Adapterkabeln für eure Kamera. Im Gerät hier selber kommen dann halt diese alten, diese PlayStation 3 Ladekabel ran. Und für eure Kameras haben wir dann halt praktisch den gleichen nochmal. Oder halt Mini-USB oder USB-C. Ich habe ja ihn jetzt hier schon verbaut. Ja, so sieht das dann aus. Das ist dann halt nochmal das Gummi für die Dings. Und dann haben wir das hier noch. Ach, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist ein Fuß. Das habe ich beim letzten Mal nicht erkannt. Da kann man den Gimbal auch praktisch festschrauben und hinstellen. Das habe ich beim letzten Mal nicht erkannt, dass man es aufmachen kann. Ich habe gedacht, das ist eine Verlängerung oder so. Aber das ist einfach nur ein Standfuß. Auch clever gelöst. Klein, schnucklig. Erfüllt seinen Zweck. Super gelöst. So. Ich bin schon gespannt. Ich werde auf die testen. Also würde ich jetzt für das Unboxing hier jetzt erstmal einen Schlussstrich ziehen. Und wir sehen uns gleich weiter wieder im Hardware-Video, wo wir dann versuchen, das irgendwie anzuschließen. Also bis gleich. Ahoi. Das hat euer Odin.